Yo, liebe Leute, schönen guten Tag. Willkommen zu einem erneuten Mario Odyssey Video auf meinem Kanal. Heute will ich mal eine Top-Liste machen, und zwar meine Top 5 Moves in Super Mario Odyssey, weil das Spiel halt von den Moves lebt, Leute. Das ist einfach die beste Steuerung, die ich je in einem Spiel erlebt habe. Und man braucht auch mehrere Stunden, um alle Moves perfekt zu beherrschen und sie in der Umgebung perfekt einzusetzen. Und das ist einfach einer der vielen guten Punkte an Mario Odyssey, dass wenn du spielst, dass du immer besser wirst und es immer mehr Spaß macht. Und da gibt es halt 5 Moves, die ich am allerbesten finde, und die werde ich euch heute vorstellen. Ja, Leute, und das ist das letzte Video, wo ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, für die Amiibo, für die Bowser Amiibo und für die Mario Amiibo. Einfach kommentieren und ein Abonnent sein, und ich werde das im nächsten Video auflösen. Dann gibt es 2 Gewinner, Leute. Ich würde sagen, wir beginnen mit Move Nummer 5. Auf Platz 5 habe ich die Wirbelattacke bzw. die Rundumattacke mit Cappy. Ihr seht es hier. Es sieht einfach geil aus mit diesen Regenbogenfarben, und dieser Move ist wirklich extrem stark und einfach overpowered. Wenn viele Gegner um einen sind oder allgemein, man macht einfach einmal diese Wirbelattacke und man muss sich eigentlich um nichts mehr kümmern. Es ist sozusagen wie so ein Schild, was um einen kreist. Dazu ist der Radius von dem Schild noch extrem groß. Es wird ja noch größer, umso weiter es um einen kreist. Es ist nur auf Platz 5, weil es halt kein richtiger Move ist, mit dem man springen kann, weil ich finde die Sprungmoves immer noch ein bisschen interessanter und ein bisschen besser. Und ich finde es halt ein bisschen schade, dass man diesen Move eigentlich nur so richtig geil ausführen kann, indem man den Controller schüttelt oder den Joy-Con schüttelt, halt mit Bewegungssteuerung. Oder man macht es halt wie hier. Man spinnt sich davor so komisch und dann greift man an, aber das ist dann auch nicht mehr so schnell. Also deswegen nur auf Platz 5, aber wie gesagt, der beste Angriff von Mario mit Cappy. Der nächste Move ist einfach sowas von geil, und ihr seht es hier. Eine große Wüste, eine lange Strecke, und man muss jetzt laufen. Das geht nicht so schnell, man könnte Longjumps machen oder sonstiges, aber in Mario Odyssey haben wir diese geile Rolle, mit der man sich fortbewegen kann. Deswegen gibt es auch kein Sprinten in Mario Odyssey. Viele haben sich schon gewundert, wieso gibt es keinen Sprintknopf, weil es ja ein Mario ist und so, aber durch diese Rolle ist es nicht nötig, Leute. Man kann einfach sowas von Speed aufbauen. Sogar bergauf ist man viel schneller, als wenn man zu Fuß geht, und Mario bleibt einfach zu einer Kugel, und wenn man dazu dann noch den Controller schüttelt und diese gelben Sprünge da zustande kommen, dann kann man wirklich krasse Geschwindigkeiten aufbauen, was meiner Meinung nach eigentlich, glaube ich, das Schnellste ist, was man in diesem Spiel erreichen kann, so. Also man kann nicht schneller sich fortbewegen als mit dieser Rolle, und deswegen habe ich die auf Platz 4, liebe Leute. Platz 3 ist ein kleiner Platz, aber es ist trotzdem ein Sprung, den ich einfach nützlich finde, den ich sehr oft eingesetzt habe und der jetzt auch mit Mario Odyssey neu dazugekommen ist, und zwar die Stampfattacke. Kennt ja jeder von uns, die sollte jeder kennen. Aber wenn man bei der Stampfattacke direkt danach springt, dass man dann eine riesige Höhe erreicht, die man sonst nur mit einem Triple Jump erreicht, das ist wirklich krass, und das finde ich richtig geil, weil es einfach schnell geht. Man kann einfach sich vor eine Plattform stellen, kurze Stampfattacke springen, und man ist sofort auf der Höhe wie von einem Triple Jump. Also das ist wirklich geil, und die ist einfach nützlich, und deswegen auf jeden Fall auf Platz 3, weil dieser Sprung oft die Grundlage ist für weitere Sprünge und weitere Moves. Auf Platz 2 habe ich einen Klassiker, der einfach immer wieder nützlich ist und immer wieder gut ist, weil man ihn von der Rolle aus einsetzen kann. Die Rolle habe ich euch gerade vorgestellt. Und zwar, das ist einfach der Long Jump, Leute. Der Long Jump, den gibt es auch schon so lange. Mario 64, da war der Long Jump einfach der Sprung schlechthin. Das Movement war zwar schon geil in Mario 64, aber der Long Jump war einfach das Nützlichste und das Beste eigentlich mit dem Triple Jump und dem Hechtsprung. Aber der Long Jump, wie gesagt, hier in Mario Odyssey, habe ich ihn auch sehr oft eingesetzt, und ich finde ihn einfach extrem geil, weil man kann ihn halt, wie gesagt, von dieser Rolle, mit der man sich sowieso schnell fortbewegt, einfach einsetzen. Man kann damit riesige Weiten auch irgendwie wegspringen. Also das ist echt krass. Auch wieder in Mario Odyssey hat mich das einfach umgehauen. Aber Leute, Platz 1, dazu komme ich jetzt. Das ist wirklich das Krasseste überhaupt. Auf Platz 1 haben wir den Hechtsprung mit dem Capsprung, also mit Cappy vereint. Leute, das ist einfach das Beste, was ich einfach so oft eingesetzt habe. Und man kann damit wirklich Entfernungen überwinden, was man sich niemals hätte träumen können in einem Mario-Spiel. Also das ist wirklich abnormal. Was für Distanzen man damit springen kann, wo ich selber immer wieder erstaunt war, wie krass man ist. Also ihr kennt ihn alle, man schmeißt Cappy, man macht einen Hechtsprung rauf, kann dann sozusagen nochmal einen Hechtsprung machen, Leute, also einen doppelten Hechtsprung, und am besten macht man das alles noch nach einem Longjump, da schafft man locker seine 20 Meter zu überspringen, Leute, wie krass das ist, ihr seht es hier, niemand hätte gedacht, so eine Entfernung, hätten wir das im Trailer gesehen, hätten wir nicht gedacht, man kann diese Entfernung einfach überspringen, und einfach weil dieser Sprung so vielfältig ist und weil man auch noch während diesem doppelten Hechtsprung nochmal seine Richtung ändern kann und sowas, habe ich ihn auf Platz 1, Leute, schreibt mal eure Top 5 Moves in die Kommentare, wie gesagt, das Gewinnspiel geht noch bis zum nächsten Video. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.